Der Einzige, dem es hier schmeckt. Nur weil es mir schmeckt und ich mir Nachschlag nehme, heißt das nicht, dass ich die Drecksarbeit für euch mache. Ich esse das hier nicht euch zuliebe. Warum musst du immer mehr und mehr und mehr wollen? Das ist alles so anstrengend. Aber ja, ich mache welche. Ich versuch's zumindest. Versprechen kann ich's aber nicht. Ihr wisst doch, wie müde ich in letzter Zeit bin. Und trotzdem liege ich jede Nacht mit kreisenden Gedanken da und starre die Wand an. Es gibt noch einen Nachtisch, dabei bin ich schon so voll. Egal, was da ist, ist da. Du willst keinen? Sonst isst du doch auch immer welchen. Dieses Hin und Her saugt mir die letzte Kraft aus. Ach egal, ist sowieso irrelevant, genauso wie alles andere auch. Ich habe da momentan keinen Kopf für. Warum stehst du? Der steht doch gar nicht. Der tut nur so. Man kann auch im Sitzen stehen. Ob ich stehe oder sitze, das ist doch das Gleiche für euch. Wenn du gehen musst, dann geh. Aber ich denke, ein bisschen kannst du noch hier bleiben. Der will nicht raus. Der will aufs Klo. Der geht aufs Klo und ist zum Nachtisch wieder da. Der steht auf, geht aufs Klo, setzt sich dahin. Macht sich leer, steht wieder auf, wäscht sich die Hände und setzt sich wieder an den Tisch. Dauert keine 2 Sekunden. Wenn man nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen kann, man diese Familie. Bleib hier, es ist noch Zeit. Warum müsst ihr immer so ein Tohuwabohu machen? Diese Diskussion bereitet mir Kopfschmerzen. Ich brauche Ruhe von dem allen. Wo ist denn das Problem, wenn einer kurz aufs Klo geht? Ein voller Magen regt den Darm an. Bei jungen Menschen funktioniert das noch. Im Tierreich ist das übrigens auch zu beobachten. Nach jeder Mahlzeit wird gekackt. Wenn die Ärzte dir also erzählen, 2-mal pro Woche kacken wäre auch normal, dann haben die Ärzte keine Ahnung. Rudi macht's wie die Tiere und die Tiere machen's richtig. Ich bin ja nicht lang weg. Bald sitze ich hier, sitze ich hier wieder. Ich muss mich hinlegen. Der Nachtisch ist gleich fertig. Ich werde zwar sowieso wach da liegen, aber das hat mich alles viel zu viel Energie gekostet. Ich halte das nicht aus. Ich muss mich hinlegen.
Ich glaube, ich sollte ein, zwei von diesen komischen Pillen nehmen. Wenigstens machen die irgendwie alles für einen Moment besser und lassen mich eure Streitigkeiten vergessen. Mensch, Vati, der muss kacken und sonst nichts. Der Weg ist ja nicht weit. Ach was, es ist doch noch Zeit. Er bleibt hier, er geht noch nicht. Was soll das denn? Ob er geht, ob er bleibt, ist doch egal. Er soll machen, was er will. Im Endeffekt geht doch eh jeder. Irgendwann, jetzt oder später. Was macht das schon für einen Unterschied? Der kommt gleich wieder. Wohin sollte er schon gehen? Jetzt lass den doch einfach mal kurz aufs Klo gehen. Soll der sich jetzt in die Hose kacken oder was? Schöner Nachtisch. In die Hose kacken. Echt, Leute. Es zieht dich doch nach draußen, oder? Was hält dich denn noch hier? Dieses Essen? Diese Leute? Was fehlt dir draußen, worauf du nicht eh schon lange verzichten wolltest? Wo ist es? Rück's zurück. Gib's raus. Das geht dich nichts an, was da drin steht. Ist doch egal. Ist doch eh alles sinnlos. Wofür denn noch ein Buch lesen? Das macht's doch auch nicht besser. Wahrscheinlich in deinem Zimmer. Sieh erst nach, bevor du zu anderen Leuten rennst und sie damit belästigst. Immer du mit deinen krummen Fingern in meinen Sachen. Du mit deinen Schweineaugen über den Worten, die für mich geschrieben worden sind. Deine Bücher bleiben bei dir. Ich lese nichts, was du liest. Du schwitzt. Immer schwitzt du, wenn du lügst. Immer stinkst du, wenn du schwitzt. Du stinkst nach Lüge. War schon immer so. Ich kenne deinen Lügengestank seit dem Sandkasten. Diese Person hat es nicht mehr nötig zu stehlen. Worte haben für die Sterbenden keinen Sinn. Ich hätte dir die Hände abhacken sollen, als du noch ein Baby warst. Deine kleinen Patsche-Grapsche-Hände. Immer auf mir drauf. Immer auf meine Sachen drauf. Grapsch, Grapsch, Grapsch. Boah, ich hab das nicht nötig, ich geh raus. Du kannst noch bleiben. Das Buch ist in deinem Zimmer. Dein Bruder spielt mich. Wir sollten das schon zuerst klären. Diese negative Stimmung drückt mir auf mein Gemüt. Ich bin eh schon ganz verwundert, dass ich es aus dem Bett geschafft habe. Ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist. Du solltest in deinem Zimmer nachsehen. Kannst du einmal glauben, dass etwas so ist, wie ich es sage? Weil ich es sage, einmal. Ich habe dein Buch nicht. Ich sehe doch die Flecken unter deinen Achseln, deinen Lügenschweiß. Diese Person hat es nicht mehr nötig zu leben. Du weißt doch, dass du dich selbst belügst. Weiß eigentlich jemand von euch, wie das Wetter ist? Hey Siri, wie wird das Wetter heute? Gott, ich will nicht raus.
Ich fand's gestern noch schlimmer. Diese fallenden Wassermassen drücken deine Stimmung flach wie ein Panini. Ich geh raus. Ach, wieso denn? Komm schon, es ist doch gerade so herrlich knusprig. Ich habe im Horoskop gelesen, dass das Wetter morgen besser wird. Es werden wohl Lindenblüten vom Himmel schneien. Nach heute kommt noch ein Tag. Draußen ist auch noch morgen. Warum gehen wir nicht einfach nachsehen? Einmal nachsehen kann doch nicht schaden. Ich gehe. Backsteine können wehtun. Ich denke nicht, dass rausgehen jetzt der richtige Pitch ist. Wirklich, das Wetter wirkt gerade wahrlich wüst unwirtlich. Drinnen dagegen dichtet doch das Ding da. Die Decke! Opa, guck dir mal den Lautsprecher hier an. Da drin wohnt eine kleine Frau, die heißt Siri. Und die hat auf jede Frage eine Antwort. Siris Antwort auf meine Frage war, und da stimmt es mit dir zu 100% überein, dass Rausgehen jetzt nicht der richtige Pitch ist. Die Siri weiß nämlich, wie das Wetter ist. Die weiß, wie das Wetter sein wird. Die weiß, wann Rudy Carrell geboren ist. Die weiß einfach alles. Wenn man der die richtigen Fragen stellt, weiß die alles. Man muss also keine große Reise machen, um mit Gott zu sprechen. Man muss überhaupt nicht verreisen. Einfach Siri fragen. Komm, bleib sitzen. Es hat doch keinen Sinn, die Reise ins Raus anzutreten. Da steht Ravioli im Weg. Und Ravioli jetzt zu verärgern, ist nicht vielversprechend. Wie wäre es, wenn du das Investment beobachtest? Und wir gehen dann später zusammen. Ich gehe schon mit jemand anderem. Dort, wo wir hingehen. Gibt es keinen Regen? Warum lasst ihr mich immer allein? Mögt ihr mich denn nicht? Ach, ich kann es euch auch nicht verübeln. Ich kann mich ja auch nicht ausstehen. Alles erscheint so grau, weil nichts mehr Freude macht. Und immer bin ich allein. Vielleicht sollte ich einfach nicht mehr sein. Ich kenne mich aus hier. Kenn die Wege im Schlaf. Hier um die Ecke gibt's den Kaffee. Und da vorne das Klo. Ich war jetzt auch nicht gerade selten hier. Ich war oft hier. Eigentlich fast immer. Und wenn ich mal nicht hier war, habe ich geliked, was du gepostet hast. Hab ich doch! Ich habe sogar mit Herz geliked. Weißt du, wie schwul das ist? Mit Herz liken? Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mich nicht geschämt dafür. Du bist meine Mutter. Warum also nicht auch einmal mit Herz liken? Ja, das stimmt wohl. Tut mir leid. Ich falle in dieses unsägliche schwarze Loch. Und so sehr ich es auch versuche, ich kann nicht rausklettern. Es fühlt sich an wie ein Sockfalt. Es tut mir leid, aber muss gehen. Aber du bist doch gerade erst ein paar Sekunden hier. Und jetzt willst du gehen? Alle werden mich verlassen. Im Endeffekt geht jeder irgendwann. Wo
Die einen früher, die anderen später. Vielleicht sollte ich aufstehen und einfach mit dir gehen. Könnte ich doch nur aufstehen. Meine Glieder sind so schwer. Diese Person ist schon oft und lange genug hier gewesen. Sie hat ihre Chance gehabt. Das stimmt nicht, Opa. Vielleicht ist er oft genug bei dir. Vielleicht sehnt er sich mehr nach dir. Ich kann es auch gut verstehen. Was will man schon mit mir? Ich bin ein Wrack. Vielleicht ist das selbstsüchtig. Aber in mir ist es so leer. Der Schmerz ist zu groß und die Last ist viel zu schwer. Du verstehst das doch gar nicht. Opa, ich will nicht mehr diskutieren. Ich will gar nichts mehr. Lass mich doch in Ruhe, Opa. Ich will doch nur einen Moment lang alles vergessen und nicht daran denken, dass ich jegliche Lebenswille einfach gerade wieder verletzt. Glaubst du, es wird besser, wenn du jetzt gehst? Ich denke nicht. Halt dich raus, du ignorantes Schwein! Wir könnten mal wieder heiß sein. Die Wahrheit ist nicht so dick, wie man das ist. Und aus der Steckdüse raus. Das ist keine Vorstellung. Ich glaube, das ist auch nicht braun. Du gehst doch nicht. Das bringst du gar nicht. Warum solltest du jetzt ausgerechnet das bringen? Ich habe mir außerdem was überlegt. Wir haben doch Kill Bill gesehen, den zweiten Teil, wo Beatrix bei Bill am Ende die 5-Punkte-Pressur Herzexplosionstechnik anwendet, wo man stirbt, wenn man danach aufsteht und 5 Schritte geht. Wenn du jetzt sitzen bleibst und einfach nie wieder aufstehst, dann stirbst du nicht.
Das geht doch. Wir kriegen das hin, auch mit Klo und so. Ich helfe dir, sogar mit Klo. Jetzt halt meine Hand, bitte! Einen Atemzug lang nur! Atme mich an mit deiner Luft! Komm schon. Bleib doch noch ein bisschen beim Trübsalblasen. Können wir später gemeinsam gehen. Und noch ein Wegwein trinken. Du kannst noch nicht gehen. Doch zwingen können wir dich auch nicht. Ich meine, tu, was du für richtig hältst, aber ich flehe dich an. Bitte. Bitte bleib. Wenigstens noch ein bisschen. Lass ihn. Er weiß es. Er weiß, wann es soweit ist. Sich zu wehren ändert nichts, macht es nur für alle schwerer. Er wird bleiben, aber nun muss er fort. Er kann nicht bleiben. Ich kann nicht bleiben. Bevor du endgültig gehst, gewähre ich dir noch 5 Gespräche. Ich möchte mit meinem Bruder reden. Ich habe mich lange gefragt, was schlimmer ist. Dich gehen zu lassen oder selber zu machen, dass du weg bist. Ich habe wirklich lange überlegt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es schlimmer finde, verlassen zu werden und nichts machen zu können dagegen. Ich finde das schlimmer. Hast du eine Meinung dazu? Ich meine, du gehst ja sowieso. Also, du bist dann so oder so weg. Aber vielleicht ist es für dich ja auch leichter, wenn du nicht selber gehen musst, sondern einer für dich das macht. Einer von zwei muss immer der Arsch sein, der am Ende verantwortlich ist. Und ich wäre hier gerne verantwortlich für dich. So wie damals beim Paint-Shooting. Zuerst fandest du es scheiße, wegen dem Fleck auf deiner Hose und weil die Leute in der U-Bahn auf deinen nassen Arsch geglotzt haben. Aber dann sind wir was essen gegangen. Und am Ende hattest du dann doch deinen Spaß. Und ich auch. Und du hast mir gesagt, das sollten wir öfter machen, uns gegenseitig abballern. Hast du gesagt? Da ist doch nichts dabei. So machen Geschwister das nun mal. Die ballern sich gegenseitig ab und gehen dann zusammen was essen. Ich fand das schön. Den ganzen Tag. Ich fand's richtig schön. Ich find's auch jetzt schön mit dir. Eigentlich immer.
Ich nehme die Frösche und du kriegst die Schnuller. Ich nehme die Dinger mit dem Kokosmantel und du kriegst die Mäuse. Und die harten Katzen kriegst du auch. Hier, die mochte ich eh noch nie. Mach mal die Hand auf. Die Schnuller, den Mäusespeck und die Katzen krieg ich nicht runter. Aber du schon immer so, kann ich die? Bitte? Bitte! Eigentlich krass, dass wir beide uns da so ideal ergänzt haben. Alle anderen Typen wollen auch immer die Frösche. Die harten Katzen bleiben übrig. Die gucken schon ganz traurig, weil niemand sie mehr will. Schau. Thank you.
Ich will meine beste Freundin sprechen. Du bist mein alles. Ich will nicht, dass du gehst. Aber ich verstehe, dass du musst. Aber ich will es nicht. Kannst du nicht noch ein bisschen leiden? Erinnerst du dich noch an den Sommerabend an der Isar, an dem du gegangen bist und dann verpasst hast, wie ein besoffener Spanier uns mit in die Kurven geschleift hat? Was ist, wenn es jetzt genauso ist? Und wie soll es ohne dich sein, wenn ich mal wieder am Bahnhof stehe und meinen Zug nicht finde, vor lauter Menschen und wir noch einmal... Können wir noch einmal zum Bahnhof gehen? Zusammen? Oder noch eine Seance legen? Wie soll ich denn wissen, wie meine Zukunft ohne dich aussieht? Ein letztes Mal muss es noch sein, bitte. Und ein letztes Mal Eis essen. Ein letztes Mal Auto fahren. Ein letztes Mal zusammen weinen. Bitte. Ein letztes Mal noch. Thank you.
Ich will mit meiner Mutter sprechen. Ich mag Achterbahnen nicht. Was soll an denen schon Spaß machen? Erst wartet und wartet man und irgendwann steht man dann endlich in der ersten Reihe und weiß, man ist gleich dran. Und während man darauf wartet, und ich finde, das fühlt sich an wie eine halbe Lebenszeit, baut sich die Vorfreude auf und die Erwartungen steigen, dass sich die ewige Warterei lohnt. Und dass es bestimmt der Wahnsinn wird. Und Wahnsinn ist es wohl auch. Aber in einem anderen Sinne. Denn dann setzt man sich rein und fühlt das Herz schneller klopfen. Den einen vor freudiger Spannung, den anderen vor Angst. Ich gehöre zur Letzteren. Und dann? Was kommt dann? Es geht los. Meist viel zu schnell. Und dann geht es erstmal steil nach oben, im nächsten Moment steil herab. Und dann ist man erstmal unten. Dann steigt man wieder auf, aber nicht ganz so hoch wie davor, nur um wieder abzustürzen. Mir wird schlecht davon. Ich mag Achterbahnen ganz und gar nicht.
Ich möchte mit meinem Vater reden. Weil es einen Unterschied macht. Aber nicht lang. Nicht für viele. Lange genug. Für uns. Was bleibt von all der gemeinsamen Zeit? Alles und nichts. Erinnerung. Ist sie erlischt? Ist sie erlischt. Die Endlichkeit gibt den Dingen ihren Wert. I'm gonna go get some more.